Wenn ihr dieses Video angeklickt habt, dann wahrscheinlich, weil es um die Entscheidung geht, ob der nächste oder erste 3D-Drucker ein Elego Neptune 4 oder 4 Pro werden soll. Ich habe beide Modelle seit einiger Zeit im Betrieb und in diesem Video werde ich euch bei der Entscheidung helfen, alle Unterschiede der beiden Drucker zeigen und am Ende meine Empfehlung abgeben. Der erste und wohl auch bekannteste Unterschied zwischen den beiden Druckern sind die Metallräder und Schienen an der X- und Y-Achse beim Neptune 4 Pro. An der Z-Achse haben beide Modelle Gummiräder verbaut. Auf der einen Seite nutzen sich die Metallräder im Vergleich zu den Gummirädern nicht ab. Beim normalen Neptune 4 müssten hier die exzentrischen Nüsse ab und an nachgezogen werden, da die Räder durch die Abnutzung kleiner werden. Auf der anderen Seite muss man dafür die Schienen regelmäßig nachfetten und damit anderweitig warten. Der zweite große Punkt ist das Heizbett, welches beim Neptune 4 Pro isoliert ist und beim Neptune 4 nicht. Zum Testen der Isolierung habe ich die Druckbetten vom Neptune 4 rechts und 4 Pro links jeweils auf 60 Grad aufgeheizt und abkühlen lassen. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass beim Abkühlen kaum ein Unterschied feststellbar ist. Zusätzlich dazu hat der Neptune 4 Pro auch zwei Heizkreise anstatt des einen beim normalen Neptune 4. So kann für ein kleineres Modell nur der innere Teil geheizt werden, um Strom zu sparen. Das Problem, das ich hier sehe, ist, dass die Heizbetten nicht unabhängig gesteuert werden können, wenn man nicht den veralteten Elego Curo Slicer verwendet. Daher muss man selbst wissen, wann das Modell klein genug ist und dann im laufenden Druck den äußeren Heizkreis am Drucker ausschalten. Eventuell werde ich mir das mal anschauen und ein Curo Plugin entwickeln, welches Unterstützung für das segmentierte Heizbett in die neueste Curo Version bringt. Wenn ihr Interesse daran habt, dann gerne in die Kommentare damit. Der letzte Unterschied ist die Querstrebe an der Oberseite des Portals. Diese ist beim normalen Neptune 4 aus Plastik und beim Neptune 4 Pro aus stabilerem Alu. Neben der Stabilität wäre beim Neptune 4 Pro hier die Filamenthalterung auf der Querstrebe theoretisch verschiebbar. Allerdings kann dann der Filamentsensor nicht mehr angesteckt werden, da das Kabel zu kurz ist. Zum Schluss ist unter der Querstrebe bei beiden Druckern ein LED-Streifen angebracht. Beim Neptune 4 Pro ist dieser in der Querstrebe versenkt. Beim normalen Neptune 4 ist das sichtbar, aber dafür im Gegensatz zum Neptune 4 Pro mit einem Diffusor versehen. Als Fazit kann ich sagen, dass ich sowohl den Neptune 4 als auch den Neptune 4 Pro seit einiger Zeit nutze und ich im Betrieb keinen merkbaren Unterschied feststellen konnte. Der einzige Punkt, der interessant wäre, ist das segmentierte Heizbett, wenn die Software oder mein eigenes Plugin irgendwann so weit sind, dass man dieses auch in anderen Slicern einfach nutzen kann. Ich würde mich daher also aufgrund der kaum ausschlaggebenden Unterschiede für den normalen Neptune 4 entscheiden, da dieser dafür doch 40 Euro billiger ist. Die Links zum Neptune 4 und 4 Pro im Elego Shop, wo diese am günstigsten sind und aus der EU verschickt werden, habe ich übrigens in die Beschreibung gepackt. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, wenn euch das Video weitergeholfen hat, und schreibt gerne eure Meinungen zu dem Thema in die Kommentare.